Wir fangen dann mal an. Bevor wir zum praktischen Teil kommen, bevor wir zum praktischen Teil kommen, ein paar kleine Hinweise. Ich hatte gesagt, ihr kennt vielleicht das klassische Lernen des Lesens, wie es Kinder lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt in den Madaris, in den oder Katatib werden sie auch genannt. Al-Kuttab ist der Ort, an dem die Kinder das Lesen und das Schreiben lernen. Meistens war es in den Moscheen, in einem bestimmten Raum oder im Keller der Moschee oder separate, isolierte Räumlichkeiten. Das macht nichts zur Sache. Aber ihr habt vielleicht schon mal gesehen, dass sie auf eine besondere Art und Weise lernen, und zwar durch das ständige Wiederholen von dem, was der Lehrer ihnen vorsagt. Der Lehrer sagt ihnen etwas vor und sie wiederholen das 50 oder 100 Mal laut in einer Art Chor. So werden wir das natürlich nicht machen, weil ihr seid erwachsen, und Erwachsene brauchen nicht diesen Aufwand, beziehungsweise müssen nicht so dirigiert werden. Daher, wir werden das etwas anders vorgehen. Ihr sollt diesen Unterricht verstehen als eine Unterstützung beim Lernen oder beziehungsweise als eine Vorgabe. Und ich werde euch natürlich die einzelnen Buchstaben und so weiter, was wir da genau machen, werde ich euch gleich auch erklären. Ich werde das natürlich alles vorgeben, aber wir können das nicht auf diese Art und Weise machen. Das heißt, ihr müsst einiges dann selber nachholen, das Üben, das Wiederholen davon. Am besten wiederholt man das laut, man lernt so nämlich besser oder effizienter. Das bleibt besser haften, wenn man etwas laut lernt und wiederholt. Aber das macht ihr zum großen Teil selbst zu Hause. Und ihr habt immer eine ganze Woche Zeit oder 6 Tage bis zum nächsten Unterricht. Und das ist ausreichend, das ist sehr viel Zeit, um diese Inhalte wieder zu wiederholen. Und das müsst ihr aber machen und da müsst ihr auch am Ball bleiben, damit ihr tatsächlich in 2 bis 3 Monaten dann flüssig oder recht flüssig lesen könnt. Die andere Sache ist, dass das alles tatsächlich fast schon mechanisch ist. Also ihr müsst wirklich nur wiederholen, sprechen. Es gibt hier nichts Großartiges zu verstehen oder keine komplexen Sachverhalte. Das ist nur Übung. Das alles, was wir hier machen, ist einfach nur Übungssache. Und daher kann das jeder lernen. Auch jemand, der einen trägen Geist hat. Jeder Mensch ist dazu in der Lage, das zu lernen. Also wir werden die Frage jetzt, was werden wir genau machen? Wie werden wir vorgehen in den nächsten Unterrichten? Zum einen, wir haben hier die Buchstaben. Die arabische Sprache hat 28 Buchstaben. Und diese Buchstaben, die 28 Buchstaben, haben verschiedene Schreibweisen. Was ich genau damit meine, ist wie folgt. Wir haben einmal, ich kürze das alles ab, wir haben einmal eine isolierte Schreibweise. Isolierte Schreibweise, damit ist gemeint, so sieht der Buchstabe aus, wenn er einfach isoliert alleine dasteht, nicht in einem Wort. Und dieser isolierte Buchstabe, der hat also ein Schriftbild und einen Namen. Was wir jetzt am Anfang machen werden, das ist der erste Schritt. Wir werden diese 28 Buchstaben der Reihe nach durchgehen. In jedem Unterricht nehmen wir ein paar, 5, 6 Buchstaben, je nachdem. Und wir werden den Buchstaben benennen. Also ihr werdet die Bezeichnung des Buchstabens lernen. Und dazu die verschiedenen Schreibweisen innerhalb eines Wortes. Also wenn der Buchstabe innerhalb eines Wortes auftaucht, dann ist es logisch, er steht entweder am Anfang oder in der Mitte oder am Ende. Also mit dem Anfang meinen wir tatsächlich den äußersten rechten Rand, weil wir schreiben und lesen in der arabischen Sprache von rechts nach links. Oder er ist am äußersten Rand, ganz hinten, am äußersten Ende des Wortes. Und dann hat er eine bestimmte Schreibweise oder er ist dazwischen irgendwo, also mittig positioniert und dann hat er auch möglicherweise ein anderes Schriftbild. Das heißt, diese 4 Schritte
werden wir durchgehen mit jedem einzelnen Buchstaben. Isoliert und die Benennung des Buchstabens, wie heißt er, die Schreibweise am äußersten rechten Rand, also am Anfang, Schreibweise mittig und Schreibweise am äußersten linken Rand, das heißt am Ende. Das werden wir machen, Mechi. Und ich werde euch auch ein bisschen mit einbeziehen in den Unterricht, um zum Beispiel die Aussprache zu kontrollieren. Die Aussprache zu kontrollieren und einfach damit ihr auch ein bisschen etwas davon anwendet direkt, damit das Ganze nicht zu monoton und theoretisch wird. Hier mal ein paar kleine Grundsätze, die euch vielleicht auch bekannt sind. Also Nummer 1, das arabische Alphabet. Die Araber schreiben und lesen von der rechten zur linken. Das ist wohl geläufig. Und in der arabischen Sprache gibt es 28 Buchstaben. Die einzelnen Buchstaben werden in den Wörtern entweder an ihrer hinteren oder an ihrer vorderen Seite oder an beiden mit den anderen Buchstaben verbunden. Das ist einfach das, was ich gerade eben hier erwähnt habe. So, wir fangen an mit den Buchstaben. Übrigens, ich empfehle euch, dieses Buch hier zu kaufen. Wir werden nämlich, nachdem wir die einzelnen Buchstaben gelernt haben, werden wir auf dieses Buch umspringen und mit ihm dann tatsächlich das Lesen lernen. Das Lesen. Dieses Buch nennt sich Al-Qaida al-Nuraniya und das findet ihr im Internet für 6 Euro oder so, 6, 7 Euro. Ich habe hier auch mal den Link dazu. Könnt ihr euch hier bestellen. Das kostet 6,50 Euro, glaube ich. Ja, 6,50 Euro exklusive Versand. Wir werden dann mit diesem Buch arbeiten. Hier habt ihr einmal die 28 Buchstaben und wir gehen die jetzt der Reihenfolge nach durch. Ihr müsst die Buchstaben auswendig lernen. Ihr müsst sie auswendig lernen, die Namen, das Bild und die Reihenfolge. Und bevor wir anfangen, möchte ich euch einen kleinen Tipp geben, der das Auswendiglernen dieser Buchstaben etwas erleichtert und die Reihenfolge, das Einprägen der Reihenfolge. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier Buchstabenpaare. Ich markiere das mal kurz, Moment. Wir haben hier Buchstabenpaare. Also den ersten Buchstaben mal jetzt ausgelassen, hier von rechts. Der erste Buchstabe ausgelassen. Hier seht ihr, wir haben ein Dreierpaar. Das sind insofern Paare, weil sie ein ähnliches Schriftbild haben. Sie teilen sozusagen die Grundstruktur oder das Grundbild des Buchstabens. Die Unterschiede sind dann hier in den Punkten. So könnt ihr euch das ein bisschen leichter einprägen, dass die Buchstaben immer in Paaren auftauchen. Auch hier seht ihr dann den nächsten Teil, diese drei Buchstaben. Sie haben auch eine sehr starke Ähnlichkeit. Wieder die Punktierung ist nur anders. Und danach kommen nur noch Zweierpaare. 1, 2. Dann hier die nächsten. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Das geht dann so weiter bis zu dieser Zeile. Dann kommen vereinzelte Buchstaben. Also haltet euch das auch vor die Augen und merkt euch das. Das könnte das Ganze ein bisschen vereinfachen, das Lernen. Wir beginnen mit dem ersten Buchstaben. Hier, damit ihr auch immer wisst, wo wir gerade sind. Ich schlage nochmal auf. Wir versuchen heute die erste Zeile hier durchzugehen. Wir haben hier den Buchstaben Nummer 1. Buchstabe Nummer 1, das ist der Buchstabe Alif. Alif, der Buchstabe heißt einfach so. Alif. So wirst du ihn natürlich niemals in einem Wort aussprechen. Dort sprechen wir diese Buchstaben nämlich als Laute aus, also als ein A, I oder U. Das wird natürlich nie Alif dann lauten. Das ist einfach nur der Name. Also der Buchstabe Alif, schaut euch das Schriftbild etwas genauer an. Es ist einfach ein Strich mit diesem kleinen Symbol oben drauf. Und das ist gleich dem deutschen A. Kein Unterschied, von daher kein schwerer Buchstabe. Meschi, das ist der Buchstabe Alifun. Wie wird der Buchstabe Alif denn geschrieben? Auf die Schreibweise kommen wir nochmal zurück. Wir gehen erstmal ein paar Buchstaben weiter wegen der Aussprache und dann kommen wir zur Ausschreibung nochmal
nochmal zurück im Anschluss. Also das ist Buchstabe Nummer 1, Elif. Buchstabe Nummer 2, hier, der hier. Das ist der Buchstabe B. B. Und das gleicht einfach dem deutschen B. 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 Von der Aussprache her. B. Schaut euch auch hier einmal das Schriftbild an. Sieht aus wie ein Schiff mit einem Punkt unten. Die Punktierung ist sehr wichtig für später, wenn wir verbundene Buchstaben lesen. Dann hilft uns manchmal der Punkt raus zu erkennen, welcher Buchstabe das ist. Ich gebe euch hier zum Beispiel ein Beispiel. Schaut euch mal kurz schnell diese ganze Liste an. Schaut euch die ganze Liste mal kurz an. Ein schneller, prüfender Blick hier drüber über die Zeilen. Könnt ihr was erkennen, was den Buchstaben B so einzigartig macht? Was macht den Buchstaben B einzigartig? Gemeinsamkeiten gibt es immer. Wir haben zum Beispiel mehrere Buchstaben mit Punkten. Es gibt keinen Buchstaben, der einen Punkt unten hat. Es gibt keinen einzigen Buchstaben, der einen Punkt unter dem Körper hat. Unter dem Buchstabenkörper. Diese Erkenntnis ist für später sehr nützlich. Später, wenn du mal irritiert bist und gerade nicht weißt, ist das ein Ba, ist das ein Ta, also wenn der Buchstabe verbunden ist, dann hilft dir das, diese Erkenntnis, wenn du dir dann vor Augen führst, dass es keinen Buchstaben gibt, der einen Punkt unten hat, dann weißt du, dass das ein Ba sein muss und nichts anderes. Zur Aussprache hier, also wie gesagt, das ist einfach der Buchstabe Ba. Nur bei der Aussprache bitte Folgendes, den Buchstaben oder die Buchstaben im Allgemeinen in der arabischen Sprache nicht zu steif aussprechen. Also das heißt dann nicht bo, bo und auch nicht zu schräg, bä, sondern so dazwischendrin, bä, bä, ganz gemäßigt zwischendrin. Also weder zu steil, ja, weder so, zu steil, wenn wir das mal so darstellen wollen, weil es ist immer von Land zu Land, wird das teilweise anders ausgesprochen. Manche sprechen das so steil nach oben aus, ba, ba. Und manche sprechen das zu steil nach seitwärts aus, bä. Und die richtige Aussprache liegt so in der Mitte. Bä, bä. Gut, das ist der zweite Buchstabe. Wir haben jetzt ein Buchstabenpaar, wie ihr sehen könnt, diese drei Buchstaben. Das ist ein Buchstabenpaar und danach kommen wir zur Schreibweise dieser vier Buchstaben. Und dann lasse ich euch nochmal aussprechen. Übrigens, ich empfehle euch auch mitzuschreiben, weil es ist natürlich selbstverständlich, dass ihr euch nicht alles vom ersten Mal auswendig einprägen werdet. Und da ist es vielleicht sinnvoll, dass man das schriftlich festhält und mitverfolgen kann dann oder später. Also dann kommen wir zum dritten Buchstaben. Der dritte Buchstabe hier, wir sind jetzt hier bei dem hier. Der dritte Buchstabe und der zweite Buchstabe in diesem Dreierpaar. Das ist der Buchstabe Ta, Ta. Mit zwei Punkten einfach oben. Ta. Und das gleicht dem deutschen T. T wie Taunus. Ta. Oder Tanne. Also dem deutschen Ta ähnelt es. Diesen Buchstaben nicht zu intensiv aussprechen, also nicht da, 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 sondern ta. Also ihr seht, dieser Buchstabe hat einen sehr starken Luftausfluss, wenn wir ihn aussprechen. Wir können es mal ein bisschen verändert machen. Et, et, so muss er sich anhören, wenn du ihn auf diese Art und Weise aussprichst. Et und nicht et, 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 ta. Das ist der Buchstabe Ta. Buchstabe Nummer 3 ist ein etwas eigenartiger Buchstabe. Diese ersten drei Buchstaben hier sind ganz normal und gewöhnlich für uns, weil wir sie auch haben in unserer Sprache, beziehungsweise in der deutschen Sprache. Der Buchstabe, der jetzt kommt, und das ist der dritte Buchstabe dieser Gruppe,
der dritte Buchstabe dieser Dreiergruppe. Wo ist sie? Ich muss mal kurz hier was zumachen. Diese Tafel ist nicht vonnöten. So, hier. Dieser Buchstabe ist etwas eigenartig, weil wir einen entsprechenden Buchstaben in der deutschen Sprache nicht haben. Also hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf ihn. Dieser Buchstabe wird ausgesprochen Tha. Tha. Das ist einfach so was wie ein lispelndes Ta. Also es ist ja kein Ta mehr, aber wenn man das Ta ein bisschen etwas lispelnd ausspricht, dann hört sich das ein bisschen an wie ein, wie den Buchstaben, den wir hier brauchen. Tha. Wie kriegst du das hin, dass du ihn korrekt aussprichst? Hier, lispelndes Ta mit durch die Zähne gedrückter Zungenspitze auszusprechen. Das ist der technische Aspekt. So kriegst du den Buchstaben Tha korrekt raus. Also, was machen wir? Ich zeige euch mal ein Bild, wie die Zunge da aussieht, damit ihr das nachahmen könnt. Sekunde. So, hier ist das. Der Buchstabe Tha. Eine Sekunde. So, hier. Schaut mal. Wenn du den Buchstaben Tha aussprichst, S, Tha, so muss die Zunge sein. Die Zunge, die Zungenspitze berührt mit der oberen Kante, der Zunge, die Kante der oberen Schneidezähne und schaut aber ein wenig heraus. Ein ganz klein bisschen schaut sie heraus. Dadurch entsteht dieser Buchstabe oder dieser Laut S, S. Versucht das mal nachzumachen, den Buchstaben. Tha, tha, tha. Und ihr hört vielleicht raus, dass wir einen entsprechenden Buchstaben in der deutschen Sprache nicht haben. Wir haben zum Beispiel das Wort Thawab in der arabischen Sprache. Beginnt mit diesem Buchstaben. Thawabun, Thawabun. Oder was haben wir da noch? Was haben wir denn da noch für ein Wort? Thara, Thara, S, S. Also das ist der wichtige Teil, die Zunge muss korrekt positioniert werden. Ansonsten kommt da ein S raus, so wie das deutsche S, und das ist falsch. Das deutsche S ist nämlich ein anderer Buchstabe, den wir noch sehen werden. Das sind die drei Buchstaben. Soweit mitgekommen. Okay, ich zeige euch dann mal kurz die Schreibweise dieser drei Buchstaben. Also erinnert euch, ihr habt ja die Schreibweise jetzt gesehen. Das ist die isolierte das isolierte Schriftbild. Das heißt, so sieht der Buchstabe aus, wenn er einfach alleine dasteht, ganz alleine. Innerhalb eines eines Wortes sehen diese Buchstaben aber anders aus. Und das ist der Grund, warum wir diese Buchstaben paarweise lernen. Die Ursache dafür ist, dass diese Wörter zum Beispiel, Moment, hier, diese drei Buchstaben, ba, ta, tha, sie haben das gleiche Schriftbild, wie ihr hier sehen könnt. Also nicht nur in isolierter Form, auch wenn sie in Wörtern vorkommen, Anfang, Mitte, Ende, die Schreibweise ist vom Grundsatz immer gleich. Die Punktierung unterscheidet. Das heißt, somit erspart ihr euch ein bisschen Aufwand. Ihr müsst einfach nur einen dieser Buchstaben beherrschen. Die anderen zwei werden dann mitgezogen. Wir schauen uns das mal kurz an. Das ist der erste Buchstabe, der Buchstabe Elif. Unabhängig davon, ob da jetzt oben dieses kleine Symbol da ist oder nicht. Das sind nämlich eigentlich zwei Buchstaben, aber dazu später. So, wie ihr sehen könnt, damit wir uns mal jetzt hier darauf einigen, wir haben gesagt, wir lesen von rechts nach links, ne? Wir lesen von rechts nach links und daher diese Folien sind auch so aufgebaut. Das ist also der Anfang, das ist die Mitte und das ist das Ende. So, am Anfang, wie ihr sehen könnt,
wird der Buchstabe einfacher sein, als ein Strich aufgeschrieben, oder wir übernehmen den Buchstaben einfach. Er wird einfach so übernommen, so wie er ist. Keine Veränderung. Am Anfang, damit ihr aber versteht, warum hier dieser Buchstabe getrennt ist, also, okay, dazu gleich später, damit das übersichtlicher wird, machen wir erstmal weiter. In der Mitte, ich zeige euch das gleich anhand eines Beispiels auch, in der Mitte, also wenn der Buchstabe Elif mittig auftaucht, und wir meinen in der Mitte, es ist egal, ob es der zweite, der dritte oder vierte Buchstabe ist, wir meinen mit der Mitte einfach, weder steht das ganz am Anfang noch ganz am Ende. Das ist für uns die Mitte. Wenn der Buchstabe irgendwo in der Mitte auftaucht, dann sieht er so aus. Das hier ist der Buchstabe. Das hier ist der Buchstabe Elif. Was ist dann dieser Teil hier? Was ist dieser waagerechte Strich? Das ist einfach die Anbindung. Das ist einfach die Anbindung. Der Buchstabe muss ja irgendwie angebunden werden. Weil die arabische Sprache, wenn wir das so nennen können, ist eine Schreibschrift. Okay? Ihr kennt die Schreibschrift aus der deutschen Sprache. Die Buchstaben werden miteinander verbunden. Irgendwie werden sie miteinander verbunden und jeder Buchstabe wird mit dem anderen irgendwie angeknüpft. Die arabische Sprache ist auch eine Schreibschrift, wenn wir das so bezeichnen können. Daher dieser Teil hier, das verstehen wir einfach als einen Platzhalter für irgendeinen x-beliebigen Buchstaben, der hier damit verbunden wird. So sieht er in der Mitte aus. Und so sieht der Buchstabe am Ende aus. Also gleich, ja. Die Schreibweise in der Mitte und am Ende ist gleich. Wie kann das aber sein? Wenn der Buchstabe in der Mitte steht, dann bedeutet es ja, dass er links neben sich auch noch einen Buchstaben hat, richtig? Warum wird das dann nicht nach links verbunden? Das merkt euch. Merkt euch das? Am besten ihr führt nur so eine kleine Liste. Wir haben in der arabischen Sprache circa fünf Buchstaben. Also neben dem Elif noch vier weitere Buchstaben. Oder sechs davon. Sechs Buchstaben, die nur von rechts angebunden werden, so wie wir hier sehen können. Die werden nur von rechts angebunden. Nach links können sie nicht angebunden werden. Ich zeige euch das anhand eines Beispiels. Ist nicht wichtig, dass ihr nicht alles lesen könnt. Ihr sollt einfach nur verstehen, was das Elif hier betrifft. Moment mal, wo ist mein Stift? Hatte den eben noch in der Hand. Ah, hier. Okay. Schaut euch das mal an. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, wie das Wort Elif in der Mitte steht. Wir haben jetzt hier einen Buchstaben, das ist der Buchstabe Ba, den wir eben gelernt haben. Und ich möchte Bab sagen. Bab heißt Tür auf Arabisch. Bab. Also da muss jetzt noch ein Elif her. Ja. Bab, ein Elif. Hier holen wir jetzt ein Elif noch her. So, wir binden das an. Seht ihr das? Dieses grüne Teil, das ist der Buchstabe Elif. Angebunden, weil er mittig vorkommt. Jetzt kommt aber noch ein dritter Buchstabe. Das Wort ist noch nicht zu Ende. Aber, was machen wir jetzt? Ihr seht hier, das wurde nach links nicht verknüpft. Das wurde nach links nicht verknüpft. Und die Ursache dafür ist, der Buchstabe Elif wird nur von rechts angebunden. Und deswegen sehen die Buchstaben hier in der Mitte und am Ende gleich aus. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wali ist nicht dein richtiger Name, ne? Okay. Der Buchstabe Ba, der ist ein bisschen einfacher, da haben wir dieses Problem nicht. Der Buchstabe Ba, hier, das ist der zweite in der Reihenfolge der Buchstaben.
und der erste Buchstabe in der Dreiergruppe. Die Schreibweise von Ba, Ta, Tha ist gleich, wie ich eben schon gesagt habe. Wie sieht der Buchstabe Ba aus? Am Anfang, wir übernehmen einfach die Hälfte des Buchstabens. Hier, ihr seht, das ist der Buchstabe Ba in seiner isolierten Form. Einfach halbieren. Einfach halbieren und den Punkt unten hinzufügen, den Punkt nach unten setzen. Dieser Strich, merkt euch das einfach für die Zukunft, damit ich das nicht immer wieder wiederholen muss. Hier, das alles, das hier, das alles sind einfach die Anbindungen, die Anknüpfungen. Okay? Das sind die Verbindungslinien. Also das hier kannst du dir einen x-beliebigen Buchstaben vorstellen, der hier so auf diese Art und Weise angebunden wird. Okay, dann haben wir den Buchstaben Ba am Anfang. Dann kommt er in der Mitte. In der Mitte einfach ein Strich. Einfach ein Strich mit diesem kleinen Zacken nach oben. Und ihr könnt erkennen, dieser kleine Zacken hier ist eigentlich das hier. Das ist dieses Ding. Nur weil der Buchstabe jetzt in der Mitte steht, haben wir hier eine Anbindung. Hier wird es angebunden und dann einfach weitergeführt. Und hier wird dann irgendein anderer Buchstabe angebunden. Also eigentlich recht einfach, nichts Kompliziertes. Am Ende übernehmen wir den Buchstaben Ba, so wie er ist, und haben hier auch einfach nur wieder eine Anbindung. Das gleiche gilt jetzt für die Buchstaben Ta und Tha. Hier sehe Ta, das gleiche Phänomen, nur die Punkte eben anpassen. Und der Buchstabe Tha mit den 3 Punkten. Noch eine kleine Eselsbrücke, um die Reihenfolge der Buchstaben einzuprägen. 1 Punkt, erster Buchstabe. 2 Punkte, zweiter Buchstabe. 3 Punkte, dritter Buchstabe. Tayyib, Alif, Ba, Ta und Tha. So, der einzige Buchstabe, der eigentlich hier wirklich geprüft werden muss, ist Tha, aber ich lasse euch trotzdem mal die Buchstaben aussprechen, einfach nur, um das mal anzuhören. Habt ihr Headsets oder Mikrofone? Okay, dann fangen wir an mit dir. Shamil. Deine Mikrofonqualität ist nicht so gut. Ich höre dich nicht so sauber raus. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie du das genau ausgesprochen hast. Nur zur Wiederholung, der Buchstabe heißt Tha, Tha. Die Zunge, wie gesagt, wie ich vorhin erklärt habe, korrekt positionieren. Zungenspitze berührt die obere Kante der Zunge. Berührt in der Nähe der Zungenspitze die oberen Schneidezähne und schaut ein wenig heraus. Es, tha, tha. Okay, jetzt lasse ich Valmira. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Valmira, glaube ich, ne? Ja. Okay, tfaddal. Ich höre dich nicht, falls du schon sprichst. Bist du schon am Sprechen? Nein, ich höre dich nicht. Okay. Tayyib. Ich höre dich immer noch nicht. Ich schicke dir mal später eine kleine Anleitung dazu, wie man die benötigten Berechtigungen an das Programm erteilen kann. Gut, dann haben wir eine weitere Gruppe, eine Dreiergruppe, wie ihr sehen könnt, und das ist die einzige, die letzte Dreiergruppe jetzt, also wir haben 2 Dreierpaare.
zwei Dreierpaare. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen was durch. Das sind die Buchstaben. Buchstaben Nummer 5, 6, 7. Hier haben wir den Buchstaben Jim. Auch ein recht einfacher Buchstabe. Jim. Jim. Wie bei Jenna. Jenna. Oder wie bei dem Wort Jibril. Jibril. Jibril oder Jibrail. Dieser Buchstabe heißt Jim. Bei der Punktierung einfach aufpassen. Der erste Buchstabe dieser Dreiergruppe beginnt mit einem Punkt in der Mitte. Jim. Aj. So, der zweite Buchstabe ist der Buchstabe Ha. Ha. Ohne Punkt. Ohne Punkt. Weder oben noch in der Mitte. Unten geht das sowieso nicht. Wir haben ja gesagt, der Buchstabe Ba ist der einzige Punkt mit einem, der einzige Buchstabe mit einem Punkt unter dem Körper. Der Buchstabe H ist ein Problembuchstabe, da er ja nie viele Sprachen einen ähnlichen Buchstaben nicht haben. Der Buchstabe hier, das ist ein sehr scharfer, doch nicht rauer, sondern glatter Kehlhauch. Der Begriff Kehlhauch soll dir hier auch zeigen, wo der Buchstabe entsteht. Ich zeige euch das auch mal. Wir haben nämlich zwei Buchstaben, die ähnlich klingen. Wir haben hier dieses scharfe H und wir haben einmal ein einfaches H, wie bei Hans. Wie bei Hans und Haus und Halle. Ihr seht, da ist ein kleiner Unterschied. Wir haben in der arabischen Sprache zwei Laute, einmal dieses scharfe H und einmal das leichte, weiche H, wie bei Hans. So, dieser scharfe Buchstabe hier muss an dieser Stelle entstehen. Damit du ihn auch richtig aussprichst, muss er im Kehlbereich entstehen und das kannst du fühlen. Moment, ich zeige euch mal kurz die Stelle ungefähr. Wo ist das? Okay. So, wir haben hier die Kehle. Ihr könnt hier sehen, den Kehlbereich. Und hier entstehen insgesamt 6 Buchstaben. Also die Kehle ist der Artikulationspunkt. Artikulationspunkt, das ist der Ort, an dem ein Buchstabe entsteht. Und die Kehle des Menschen in der arabischen Sprache, der Phonetik oder dem Tajwid, wird eingeteilt in 3 Bereiche, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier 2 Buchstaben. Hier haben wir 2 Buchstaben. Hier haben wir 2 Buchstaben. Hier haben wir 2 Buchstaben. 6 Buchstaben. So, wo sehen wir denn den Buchstaben H? In der Mitte. Das heißt, der Buchstabe H hier entsteht ungefähr in der Mitte der Kehle, hier beim Kehldeckel. Hier musst du ihn fühlen. Also du kannst deine Hand an diese Stelle setzen und versuchen mal das ungefähr abzutasten und zu fühlen, wenn du ihn aussprichst. H, H. Und um einen Buchstaben zu prüfen, kannst du immer ein A davor setzen. A, jetzt haben wir hier diesen Buchstaben. Ja. Ach, ach, ach. Wir hatten vorher den Buchstaben Tha. Kannst du auch so machen. A plus Tha. Dann kannst du ihn besser fühlen und prüfen. S, S. Oder den Buchstaben Tha. Et, et. Jetzt hier bei dem Buchstaben H. Dann kannst du fühlen ungefähr, wo er bei dir herauskommt, entsteht. Wenn er zu weit oben ist, also wenn der Buchstabe bei dir, wenn du das Gefühl hast, der entsteht irgendwo hier oben, hier in diesem Bereich, dann ist es das andere H. Ja, von zu weit unten, dann ist es das andere H. Also wie bei Haus und Hans, kannst du auch mal versuchen. H, wie bei, was haben wir da für ein Wort? Irgendein Wort auf Arabisch. Hada kitabun. Hada, du merkst, das kommt irgendwo weiter unten raus. Also, ha, ha, scharfes H.
Dann, danach haben wir hier den Buchstaben Cha. Auch ein etwas eigenartiger Buchstabe, aber nicht ganz exotisch, weil wir haben ähnliche Laute oder Töne in der deutschen Sprache. Cha. Der Buchstabe heißt Cha. Cha. Und das ähnelt einfach dem deutschen CH in manchen Wörtern, wie zum Beispiel bei Rache. 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 Cha. Das ist dieser Buchstabe hier. Und ihr, wenn ihr das jetzt mal aussprecht, versucht das mal auszusprechen, wie ich euch eben gesagt habe. A. Cha. Ach. Ach. Du fühlst ungefähr, wo das rauskommt, wenn du es richtig machst. Nämlich ungefähr in diesem Bereich hier. Ach. 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 Ja, hier oben musst du das fühlen. In diesem Bereich. Man fühlt es auch ein bisschen auf der Decke hier. Auf diesem, wie nennt man das? Wie nennt man diesen Bereich? Diesen oberen Mundbereich. Mir fällt gerade der deutsche Begriff dazu nicht ein. Der Gaumen, diesen ganzen Bereich hier nennt man Gaumen. Also das alles hier. Moment. Das alles hier nennt man Gaumen. Okay. Naja, wie dem auch sei, ihr wisst ja, was ich meine. Und wenn ihr immer den Gaumen abtastet mit der Zunge, könnt ihr mal versuchen, dann merkt ihr, es gibt zwei Bereiche des Gaumens. Es gibt einmal den knöchernen Gaumen und einmal den fleischigen Gaumen. Der knöcherne Gaumen, das ist hier der Teil mit dieser gelben Farbe. Der ist hart. Wenn du mit deiner Zunge dagegen drückst, du merkst Widerstand. Dann gibt es den fleischigen Gaumenbereich, der ist hier hinten. Also mit deinen Zungen probieren, musst du ganz weit nach hinten und dort hochdrücken. Und da merkst du, da ist kein Widerstand. Das nennt man den fleischigen Gaumenbereich. Und hier ungefähr kommt in dieser Höhe, so kommt der Buchstabe Cha raus. Ach, Cha, Khalidina Fiha. Khalidina Fiha. Oder der Name Khalid, Khalid. Das sind die drei Buchstaben. Was haben wir da gehabt? Jim. Jim, Ha und der Buchstabe Cha. Jim, Ha, Cha. Punkt, punktlos, Punkt. So, die Schreibweise dieser Buchstaben. Machen wir kurz noch schnell die Schreibweise. Wir haben hier auch wieder dreimal die identische, dreimal gleiche Schreibweise wegen dem gleichen Wortbild. Die Punktierung ist nur anders. Deswegen gehen wir jetzt einfach nur einen Buchstaben durch. Wir sehen es am Anfang. Was passiert hier am Anfang, wenn der Buchstabe am Anfang steht? Wir übernehmen einfach nur diesen Teil hier. Seht ihr das? Wir haben einfach den unteren Teil des Buchstabens sozusagen entfernt. Nur noch der Kopf bleibt übrig, ein bisschen abgewandelt. Also die Länge hier dieses Teiles ist etwas anders. Und dann wird der Buchstabe einfach verbunden. Dann kommt wieder hier diese Anbindung. Das mag jetzt alles vielleicht ein bisschen theoretisch klingen, aber ihr werdet das später halt etwas genauer sehen, wenn wir Wörter betrachten. Dann kommt das besser zum Vorschein. In der Mitte das Gleiche. Gleiche Prinzip. Anbindung, Kopf, Anbindung. Punkt. Am Ende übernehmen wir den Buchstaben, so wie er ist, und er wird einfach mit dem vorherigen Buchstaben verbunden. Das gleiche gilt dann für diese Buchstaben H. Ihr seht das hier, alles identisch, wie hier oben, Punkt ausgelassen. Buchstabe H, alles identisch, Punkt über dem Körper. So, das war's dann. Wir haben damit die ersten zwei Dreiergruppen und den einzelnen Buchstaben Alif. Nochmal kurz zur Wiederholung hier. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, scharfes Ha, Cha. Tayyib. Lernt diese Buchstaben bitte auswendig. Übt sie ein bisschen. Laut üben am besten. Und versucht die Buchstaben abzuschreiben. Ihr nehmt euch am besten ein weißes DIN A4 Blatt oder ein liniertes Blatt und schreibt in jeder Zeile einen Buchstaben mehrfach auf. Und das macht ihr dann mit den verschiedenen Schreibweisen. Und ja, das war's dann für heute. Habt ihr irgendwelche Fragen?
Ich schicke euch diese Dateien, damit ihr damit üben könnt. Und das Buch, den Link habe ich euch geschickt. Am besten bestellt ihr euch dieses Buch auch. Gut, das war's dann für heute. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum.